Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einer neuen Fahrstunde. Yes! Greta hat gleich ihre erste Fahrstunde im Parkhaus. Ich zeige ihr, wie man im Parkhaus so anfährt und worauf man so achten muss und wie das mit der Schranke funktioniert und wie die Schranke wieder runtergeht und so weiter. Ich würde sagen, wir machen Intro und dann geht's ab. Puh. Bevor es losgeht. Es passiert selten, aber heute brauche ich einen Schluck Red Bull. Ich brauche einen Kaffee oder sowas. Wisst ihr, was ich meine? Man hat so einen leichten... Ja. Aber jetzt geht's ab. Da ist die Greta schon. Oder was kann ich hier 48 Stunden aufnehmen? Also viel wollte ich gar nicht aufnehmen, aber ich mache es jetzt einfach mal. 48 Stunden Aufnahme läuft. Ach, ist schon an. Guck mal. Geht die auch an? Irgendwie so. Manchmal geht sie an. Wenn ich etwas mache, von dem ich noch nicht weiß, was es ist, dass ich mache, dass sie... Jetzt läuft! Ja! Gut. Okay. Ja, ich hab Gas. So, warte mal, das ist mein Handy, das schmeiße ich hier irgendwo. Das neue super Hightech-Mikrofon ist dann irritiert und dann stehen wir da. Ja, erzähl, Autobahn, was mit Jan oder was? Ja, voll gut. Ja? Was kann ich? Also, wir waren noch richtig lange auf der Autobahn. Ja? Das hat Spaß gemacht. Wo seid ihr lang gefahren, weißt du das noch? Hannover. Seid ihr durch die Baustelle auch gefahren? Ja, durch mehrere Baustellen. Ja, da sind Baustellen so, cool. Aber es war eigentlich ganz gut. Nice, wie war überholen? Voll gut. Ja, hast dir Zeit gelassen und dann in Ruhe und Außenspiegel und. Ja, natürlich. Und ich habe auch ein paar Mal von alleine überholt. Natürlich. Gut. Dann ballern wir jetzt ins Parkhaus. Spiegel und so hast du gesagt, gefällt dir schon? Ja. Gut. Ich schlage vor, dass wir gleich daraus weiterfahren, weil gestern haben wir ja eine Minute länger hier gestanden. Das sparen wir uns heute. Ist da nicht irgendwo eine Mülltonne oder so? Das ist eine Challenge. Ja, ich sehe nämlich gar nichts. Ja, ich. Also gleich sammeln. Ich hatte früher in der Schule immer Pickdienst. Gibt es das bei euch auch? Pickdienst gibt es das nicht? Ja, das machen nur die 5. und 6. Klässler. Also. Ah, okay, ja, nee, ich musste das früher auch noch länger machen. Oh. Ich war auch immer frech in der Schule. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, ehrlich, mich ja eigentlich. Ja, ich war, glaube ich, immer, wie heißt das, unterfordert oder so? Immer langweilig. Aber ich habe falsch geklingen. Nee, das war gar richtig, nicht wahr. Ja, stimmt. Ne, weil wir so eine Rechtskurve gemacht haben. Cool. So, dann, erste Gang. Cool. Und wenn alles passt, nimm die Tonne von welcher Seite du willst. Genau. Ist der kleine Silbern da noch? Ja. Gut. Kriege ich den noch? Ja, ganz ruhig. Das ist alles chillig. Genau wie auf der Autobahn auch, kannst du dich jetzt vergewissern, checkst einfach nochmal den Innenspiegel, sodass du für dich selber merkst, war eine gute Entscheidung. Okay. Gute Entscheidung. Direkt denkt an 30-Zone, ist richtig übel, ne? Mhm. Mit dem ganzen Rechts vor links. Ja. Ist das Auto von Jan viel anders hier als mit der Kupplung? Nee, ne? Nee, also ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber der Tacho hier hat keine Digitalanzeige. Also da steht nicht, die kam. Nee, Quatsch, hatte Jan auch nicht. Der hat den gleichen, nee, ne? Hat Jan auch nicht. Ja, genau. Da habe ich gar nichts gesagt. Jan meinte, ich soll ihm später schreiben, in welchem Parkhaus wir waren und wie es war. Ja, na gut, sehr gut. Ja, im Parkhaus ist ja das meiste, oder in Dortmund zum Beispiel in der Tiergalerie, da ist halt, warst du schon mal im Parkhaus? Ja, das Parkhaus ist richtig. Ach so, gefahren, nee, habe ich gefahren. Nee, mitgefahren, also so, halt. Ja. Ja, aber das ist halt ein Paranoia-Parkhaus, ne? Wenn du da hochfährst, das ist so wirklich eng und so. Es ist nicht so gerade angenehm. Und wenn du dann nicht genau weißt, wie du das am besten handelst da, dann ist es ähnlich wie mit der Autobahn, dass man so denkt, ja, so Bock habe ich da jetzt nicht unbedingt drauf. Nee. Aber auch wieder nur, weil man nicht genau weiß, wie es geht. Oder genau. Wie man und wenn du das gleich dann einmal safe hast. Kann da nicht viel schief gehen. Aber gutes Wetter haben wir erwischt heute. Danke. Aber ich glaube, Kevin hat aufs letzte Video direkt, hat er mir gestern noch geschickt, so ein Sunny-Filter gelegt. Das sieht da tatsächlich ein bisschen besser aus als echt? In Reality. Ja, ja. Okay. Mein Papa hat mich lass heute auch sein. Schon gefragt. Mach ruhig lang. Ich mache den ersten Gang. Ja, besser. Lass dir Zeit.
Zeit, lass die Zeit. Gut. Das ist immer so Spekulatius hier, ne? Der fährt so im Kreis und man denkt so, ja, eigentlich müsste er ja rausfahren, aber verlass dich nicht drauf. Nee. Sondern sei wirklich safe und da ist auch kein Prüfer böse, wenn du hier eine Sekunde länger stehst. Ja, hier jetzt, ne? Genau. Cool. Ja, was hat dein Dad gefragt? Wann das Video kommt? Ja, wann das Video. Ja, Kevin sagt, Samstag ist er fertig. Also, aber ich schick's dir sofort. Also, alles sobald, gut, alles gut. Sobald ich den Link habe. Meinte dann Papa, das ist heute noch nicht fertig. Das nee, dauert, glaube ich, ein bisschen. Das dauert, ja, ja. Kevin schneidet nämlich immer die ganzen Äms raus, damit wenn die Leute das gucken, nicht immer so Äm. Und ich wollte sagen, das kann Kevin ja ein bisschen herausfordern. Was ich sagen wollte, ja. Ja, schön, schön, schön. Ja, ich glaube. Was richtig mies. Ja, siehst du? Guck mal, diese Ms jetzt. Das geht ich weg. Sag so oft M. Das geht bestimmt gleich weg. Ach, in der Schule. Ich konzentriere mich jetzt. Was wollt ihr jetzt nochmal nicht sagen? Ich wollte sagen, die dritte Ampel fahren wir gleich links. Also eins, zwei. Die jetzt hier. Die kleine da hinten nicht mitgezählt. Oh. Also da hinten, hinten. Ach, am, die am da Rewe. An dieser Kreuzung. Genau. An dieser großen Kreuzung. Da fahren wir links rüber. Hier ist das gleiche wie gestern auch, dass wenn er jetzt zum Beispiel hier steht und will hier rüber. Dann muss ich hier nicht durchmachen. Genau. Weil das sind so Überquerungshilfen, so heißen die Dinger. Funktioniert nicht wie ein Zebrastreifen. Hier ist schon wieder so ein Ding. Also als Fahrschüler denkt man ja immer so, boah, da bleibe ich vorsichtig und das sieht gut aus, wenn ich einfach stehen bleibe. Aber das tut es halt nicht. Weil das dann so gefährlich ist, wie ich gestern halt meinte. Ne? Dass du dann eventuell sogar stehen bleibst, aber der hinter dir denkt, okay, was hat sie? Fahr, überhole ich einfach und dann stehen nur noch die Turnschuhe da. Nachher. Ich glaube, der hinter uns ist am Handy. Ja, ja. Aber da hinten raus haben wir keine Kamera, wir können ihn nicht verfallen. Also normalerweise, also wenn du mit so einem großen Auto da unterwegs bist, so wie der Weiße, der da an der Ampel steht, ne? So ein Bulli oder so ein Transit oder so, dann ist es wirklich wichtig, dass du die Höhe auch beachtest. Also wie hoch das Auto ist, damit du dann vernünftig ins Parkhaus kommst. Ne? Hm. Ich habe damals in so einem Fahrdienst gearbeitet. Ne? Da ist einer von den Jungs ist im Parkhaus stecken geblieben, weil er mit so einem Sprinter gefahren ist. Ehrlich? Ja, und das Problem war, die haben eine Höhe angegeben von 2,30 Meter. Und er hat, ist so reingefahren und hat so gedacht, ey, ist ja voll cool, ich kann ja reinfahren. Stimmt ja gar nicht. Dann ist er reingefahren, bis ganz oben, war dann einkaufen, wollte wieder runter. Runter ging nicht. Runter war dann die Höhe angegeben, die unten stand. Das ist ja voll, hat das ganze Auto aufrasiert, weil er nicht dran gedacht hat. Das ist so richtig reingeballert. Ja. Wechsel mal die Seite nach links. Ja. Alles gut. Genau. Und dann nächste Ampel biegen links ab. Genau. Mach ruhig ein bisschen ruhiger. Ja. Damit du mehr Zeit hast. Gut. Also mit dem Pfeil ist sowieso cool, ne? Dann kannst du locker rum. Schöne große Kurve. Jetzt nicht so schnell, mach mal ruhig wieder Kupplung langsam, weil wir sofort hier rechts in das Parkhaus fahren. Siehst du das? Ach, jetzt? Blinker? Ja, ja, genau. Schnell langsam. Erster Gang und dann Schulterblick und hier rein. Korrekt. Das meintest du? Ja, das meinte ich. Du meintest Kaufland, also direkt... Nein, ich meine das hier. So, erstmal tricky Sonnenbrille ab hier. So, und jetzt mach langsam, drück mal die Kupplung und mach erstmal Fenster runter. Langsamer, dass du gleich vernünftig so da dran fahren kannst. Du musst diesen gelben Knopf drücken, der da ist. Mach mal langsamer. Ich weiß nicht, ob vielleicht kann ich die GoPro drehen. Nee, kann ich nicht. So. Okay, cool. Jetzt drückst du die Taste und dann kommt da die Plastikkarte raus. Mit ein bisschen Glück. Ja. Willst du die nehmen? Ja, ich nehme die. Pass auf. Ein bisschen wieder rechts rüber. Jetzt hast du hier oben ja schon so eine Schranke baumeln. Ne? 2 Meter. Passt aber. So, langsam. Siehst du, wo die Auffahrt ist? Ja. Gut, da fahren wir jetzt drauf. Du kannst blinken, genau, lass dir Zeit. Arbeite jetzt erstmal nur mit der Kupplung, dass du hier langsam hier hochfährst. Ja. Ja, ein bisschen mehr lenken aus Glück, jetzt kommt keiner. Langsam, halt dich fest. Und das ist ja schon richtig unangenehm, ne? Drück wieder, genau, und schleif langsam. Und dann erstmal rum. So, jetzt drück mal die Kupplung und bleib mal hier stehen. Einfach so, ganz cool. Du hast ja jetzt schon gemerkt, dass das Hochfahren so ist, ne? Dass du so beim Hochfahren merkt man ja schon so, hoffentlich kommt mir keiner entgegen. Wenn du hier rumfährst, hier ist jetzt ja so eine Steigung, ne? Ja. Dann achte darauf, dass du die Kupplung auf jeden Fall fast auf der Hälfte,
wo der Schleifpunkt ist, festhältst. Ja. Dass du sie nicht schnacken lässt. Weil wenn du sie schnacken lässt, springt er dir weg. Ja. Das Wichtige ist, dass du dabei das Fahrzeug ganz, ganz langsam gut kontrollieren kannst. Weil dieses Schnelle macht einem ja unangenehm. Dieses Gefühl so. Mach das mal jetzt, dass du ein bisschen die Kupplung löst. Ja, ja, das machen wir schon. Blink mal rechts. Genau, und mach mal ganz bisschen die Kupplung. Nur so, das reicht. Und damit schlägst du jetzt ganz langsam rechts ein. Und so halt die Kupplung erstmal. Wenn du dann merkst, dass das nicht reichen sollte, holst du dir ein bisschen mehr. Das reicht, nicht mehr. Alles gut, alles gut. Siehst du das? Guck mal, Coco Jumbo. Gut, hast du gut gemacht. Gut, dass du so langsam warst. Sonst hätten wir Habibi hier kennengelernt. Pass auf, jetzt halbe Kupplung nur. Halbe Kupplung. Noch ein bisschen mehr. Das reicht. Und damit schleifst du dich hier hoch. Nicht mehr. Okay. Und dann wieder ganz langsam rechts rum. Und wieder runterdrücken die Kupplung. Gut. Gut. Und wieder lenken. Ganz langsam. Du kommst hier nur mit dieser Mikrogeschwindigkeit durch. Gutes Beispiel. Um die Leute was zu sehen. Okay, dann wieder rechts rum. Blink nochmal. Und wieder so langsam. Ganz langsam lenk gut ein. Und dann festhalten. Auf dieser, nicht, dass er dir losspringt. Sondern so bleiben. Dann merkst du ja selber, okay, ein bisschen schneller könnte ich. Dann holst du dir ein bisschen mehr. Aber nicht viel. Du machst das sehr gut. Und dann langsam wieder rum und drück wieder runter die Kupplung. Hast du gemerkt? Dann kann man langsam vorwärts. So, einen nehmen wir noch. Und hier ist die Wahrscheinlichkeit, dass gleich einer kommt, natürlich schon wieder geringer. Ne? Je höher wir kommen, die Leute keinen Bock, so hochzufahren. So halt, so super. Und wenn du dann gleich merkst, wir kommen über den Berg, drückst du langsam wieder ein bisschen runter, die Kupplung, ganz langsam. Jetzt drückst du sie langsam runter. Gut. Siehst du, so springt er dir nicht weg. Ja. Und das Schwierigste ist, dieses Gefühl auf der Kupplung zu haben, wann du das brauchst und wann nicht. Mhm. Gut, jetzt konntest du, hast du das an den Lichtern erkannt? Okay, dann schmeiß nochmal einen Blinker, dann fahren wir nochmal. Gut, da passiert nichts. Und langsam so weiter rum. Oh. Ja, alles gut. Oh. War ein bisschen eng. Ist nicht schlimm. Ist locker. Die haben ja extra, guck mal, diesen Rand hier gemacht, dass du nicht an die Mauer tickst. Weil wenn du die Mauer rasierst, dann machst du das ganze Auto kaputt. Hm. So, komm, wir nehmen jetzt noch einmal die Steigung und dann zeige ich dir, was passiert, wenn man auf der Hälfte stehen bleibt. Okay. So. Schön locker rum. Das hast du richtig gut im Griff schon. Direkt von Anfang an. Cool. Okay, genau. Schlag nicht so ganz stark ein, hast du ja gemerkt, ne? Wegen der Kante. Ja, und einmal nehmen wir noch und dann haben wir, glaube ich, gleich wieder Tageslicht. So, pass auf, und jetzt fahren wir hier langsam rum, hier wieder die Kante hoch und dann bleibst du auf der Hälfte einfach stehen. Okay. Genau. So. Und jetzt Kupplung und Stopp. Das ist ja das Blödeste, was einem passieren kann. Eigentlich so, dass du so in so einem langen Parkhaus, sag ich, und dann gerade in Dortmund zum Beispiel, in der Tiergalerie, ist das ja alles noch so eine Spirale nach oben. Oh, da siehst du ja gar nicht, ob einer kommt oder nicht. Ne? Damit du jetzt nicht zurückrollst, hast du mehrere Optionen. Option 1 ist bei solchen Autos, die haben so eine Auto-Hold-Funktion. Das heißt, dass das Ding nicht zurückrollt und du kannst die Handbremse hält alleine fest und so. Das würde ich dir gar nicht beibringen, weil, ich sag mal, ich bin Idiot, sicher, da kannst du das, drückst du den Knopf und dann fährt das Ding alleine hoch. Wichtiger ist, dass du das kannst, wenn du ein Auto hast, das diese Funktion nicht hat. Hm. Also machst du das so, du hast ja die Bremse, hältst ja jetzt fest, das ist ja richtig, ne? Ja. Wenn du die Bremse so festhältst, löst du jetzt praktisch die Kupplung, bis du Druck unter deinem Fuß merkst. Aber die Bremse bleibt fest. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Gut, jetzt merkst du diesen Druck. Merkst du, wie das Auto auch dröhnt. Das hört sich nicht gut an, ne? Nee. Ist richtig so, halt so fest. Und jetzt löst du die Bremse. Nur die Bremse lösen. Und dann guck mal, was passiert. Siehst du? Ja. Das Wichtige ist,
dass du an dieser Stelle das Vertrauen in die Karre nicht verlierst. Mhm. Weil wenn du denkst, ah, okay, lass ich die Kupplung auch los, ist er sofort aus. Lass uns nochmal hier hoch, dann machen wir das hier gleich auf dieser Stelle direkt nochmal. Sind jetzt hier 180 Etagen nach oben gefahren. Ja, ehrlich, das hört gar nicht auf. Aber gehen wir ruhig ein bisschen links rüber und jetzt einmal kurz wieder stoppen. Genau, dass du wieder so hier an der Steigung bist. Das Wichtige ist, halten an diesem Druckpunkt. Genau. Probier ruhig. So, Bremse halten, Kupplung auf Druck, das reicht. Und dann löst du die Bremse. Scheiße. Ist kein Problem. Du, wenn du diese Technik hast, kannst du alles machen. Nur nicht die Kupplung losen. Das reicht. Das ist schon sehr, sehr... Du hast die Kupplung sehr stark unter Druck gesetzt. Ja. Mit dem Druck, den du da gerade auf der Kupplung hattest, hättest du auch so einen Berg hochfahren können. Übertrieben gesagt. Okay. Ja, also so viel Druck brauchst du da gar nicht. Ja komm, dann nehmen wir noch eine nach oben und dann kehren wir gleich um. Dann haben wir es geschafft, hier. Ja. Korrekt. So. Jetzt kannst du locker, die letzte ist so eine Schoko-Auffahrt hier. Schoko-Auffahrt. Das ist easy. Schauen wir da hoch und dann kehren wir da oben um. Oh, hier oben ist die Dunstabzugshaube von Carlos. Hier riecht es immer nach gebratenen Hähnchen. Oh ja. Ich schon direkt Hunger. Boah, hier kann man voll das Gewitter sehen. Aber fahr mal bis zum Ende und da kehren wir dann um. Also so Fahrschul-Style, weißt du? So, wir fahren gerade und dann so rückwärts. Ne, mach gerade. Ach so, gerade. Boah, wie herb es hier nach gebratenen Hähnchen riecht. Aha. Okay, so ist gut. Und dann kehr so Fahrschul-Style um. Also so mit Blinker rechts und dann so rückwärts rein. Genau. Warte. Genau, so dass wenn uns eine Überwachungskamera hier beobachtet, dass sie auch genau wissen, wir haben es drauf. Muss gar nicht, ne? Ja, so ruhig, ist ganz cool. Der hat ja hinten auch diese Pieper. Also wenn es mal eng wird, ja, der stimmt. Auch anzupiepen. Krass, voll die Optik hier. Das ist schön, ich war ja noch nie. Ist immer ganz chillig. So, ab und zu im Sommer kann man hier hochfahren. Dann kannst du dir hier einen McFlurry holen und dann kann man hier oben so... Ist chillig hier oben. Voll cool. Ja. Ah, jetzt muss ich wieder runter. Ja, das ist der nächste Trick. Yay. Dabei kannst du, guck mal, wenn du jetzt gar nichts machst, ne? Also alle Füße, also langsam die Kupplung lösen. Jetzt, ja, jetzt trete ich aber drauf. Ja, okay. Wollen dann, wir nochmal rückwärts fahren und dann nochmal probieren? Wir machen das gleich da unten, ist kein Ach so, Ding. Ja, gut, okay. Dann schleif einfach jetzt mit der Kupplung und gleich das so ein bisschen mit der Bremse aus. Und dann zeige ich dir gleich, was ich sagen wollte. Genau, und jetzt bremst einfach runter, sodass du dich safe fühlst. Cool. Ich mache eine riesen Kurve. Genau, und dann schön locker rum. Wenn du jetzt die Kupplung langsam löst, ne? Wird dir das Auto dann zu schnell? Ja. Vom Gefühl her ja, ne? Dann mach das so, dass du die Kupplung gar nicht ganz löst, sondern sie immer praktisch runterdrückst. Und das nur mit der Bremse machst, sodass du hier so langsam über die Kuppe kommst. Jetzt drückst du die Kupplung runter und bremst. Genau, und jetzt rollt das Auto ja wie ein Bobbycar den Berg runter. Mhm. Und du kannst einfach ganz chillig, bleib mal kurz stehen. Selbst wenn du keinen Bock hast und sagst, ist mir alles zu irre, bleibst du stehen. Und wenn du jetzt anfahren willst, gar nicht mit der Kupplung, du sondern nur die Bremse. Ja. Genau, und dann machst du das einfach ganz langsam, das Auto macht das muss so langsam. Ja, genau, ja, das kannst du machen, ja. Nein, hier sieht uns jetzt keiner, es geht ja eher um die Skills hier bergauf und bergab. Aber rein theoretisch müsste ich da. Genau, rein theoretisch, dass die anderen checken, dass du jetzt nicht rechts auf dem Parkplatz fährst, sondern links wieder runter willst. Okay. Genau. So, jetzt drückst du die Kupplung runter und gehst nur auf die Bremse. Schön außen bleiben, sodass, so wie gerade, ne, wenn jemand hier hoch will. Cool, dass du das locker kontrollieren kannst. Und mach auch wieder, wenn es die Möglichkeit ist, dass du die Kurve so groß machst wie möglich. Achso, ja gut, ich dachte jetzt, ich soll mir vorstellen, dass da Autos stehen, damit das schwieriger ist. Genau, weil aber das, da werden okay. Gleich garantiert Autos stehen. Hier oben hast du es noch einfach, weil okay. Hier sind die wenigsten Autos. Mhm. Da kannst du die Kurve in Anführungszeichen so groß machen wie möglich. Ne? Einfach, weil du es dann einfach hast. Ja, genau. Dann locker. Locker rum. Genau, das ist dann am einfachsten. Es ist ja wichtig, dass du, ich sag mal, eine Anti-Stress-Lösung hast.
wenn du merkst im Parkhaus, das nervt mich alles, dass du weißt, wie kannst du für dich selber hier Ruhe reinbringen. Ja. Und das machst du genau richtig, schön locker rum und dann immer mit der Bremse arbeiten. Was ich meinte mit der Kupplung ist, wenn das Gefälle jetzt hier, ne, dieses Backup, länger wäre, dann wäre irgendwann das mit der Motorbremse wichtig. Und das kannst du halt machen, indem du im ersten Gang dann die Kupplung löst und dann wird das Auto halt nicht schneller. Das fährt dann irgendwie 10, 11 mhm. und das bleibt dann aber auch bei 10, 11, fast egal wie steil das Backup geht.